Herzlich willkommen zu unserer Asklepios Informationssendung im Internet. Heute geht es um ein urologisches Thema. Es geht um Hodenkrebs, der vor allem junge Männer befällt. Und uns geht es um das Thema, wie man diesen Hodenkrebs möglichst optimal behandeln kann. Bei mir sitzt Professor Dr. Christian Wöfing. Er ist Chefarzt der urologischen Abteilung im Asklepios Klinikum in Altona. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Wöfing. Vielen Dank, Frank. Gibt es verschiedene Typen von Hodenkrebs? Ja, wenn man von Hodenkrebs spricht, meint man ja in der Regel den bösartigen Tumor des Hodens. Man muss sagen, das ist leider auch der häufigste Tumor. Das heißt, wenn ein Patient wirklich einen Hodentumor bemerkt oder entdeckt wird, handelt es sich doch in den meisten Fällen leider um einen bösartigen Tumor, den man allerdings in einem sehr, sehr hohen Prozentsatz heilen kann. Dazu werden wir sicherlich gleich noch kommen. Aber es gibt tatsächlich auch seltener mal gutartige Hodentumoren, sodass man grundsätzlich schon unterscheiden kann. Gutartige Tumoren, bösartige Tumoren. Ich sage gleich vorweg, wenn wir von Krebs sprechen, und das ist das Häufigste, dann reden wir eben von einer bösartigen Hodenerkrankung. Dort gibt es auch unterschiedliche Typen, die letztendlich beim Pathologen unterschiedlich im Mikroskop aussehen, die auch unterschiedlich behandelt werden, worüber wir wahrscheinlich sprechen werden noch. Was heißt das, unterschiedliche Typen von Krebs in dem Moment? Man muss sich das so vorstellen, ein Hodentumor ist ja eine Entartung, das heißt der eigentlich gesunde Hoden, also die kleinen Zellen, die in diesem Organ drin sind, die ja eigentlich auch die Funktion, zweierlei Funktionen haben, beim Mann nämlich zum einen die Spermienbildung, damit die Fruchtbarkeit, die aber auch die Hormonbildung, das männliche Geschlechtshormon Testosteron, was uns also zu Männern macht mit Muskeln, mit Stimmbruch, mit all diesen Dingen, wird im Hoden produziert und die Tumorbildung entsteht eigentlich, wir wissen nicht genau warum, aber sie entsteht zumindest in der Form, dass aus einer guten, normalen Zelle eine bösartige Zelle wird. Und je nachdem, welcher Zelltypus des Hodens, es gibt verschiedene Zelltypen dort, entartet, bösartig wird, hat man eben auch unterschiedliche Formen des bösartigen Hodenkrebses, die der Pathologe unter dem Mikroskop unterscheiden kann und uns als Klinikern, also als Ärzten, die diese Krankheit behandeln, genau sagen kann, es ist der Typ oder es ist der Typ. Sie sagten gerade Zellen entarten. Wodurch passiert das denn? Ich sage mal, das einfachste Beispiel so aus dem Leben kennt man zum Beispiel vom Rauchen. Wir wissen, dass Rauchen ungesund ist und zum Beispiel in der Lunge einen ständigen Reiz macht und damit die Zellen anregt zu einer Entartung. Das heißt, aus irgendeinem Grunde entstehen aus gutartigen Zellen, vermutlich durch den ständigen Reiz beim Rauchen, bösartige Zellen. Ähnliche Zusammenhänge gibt es ja auch nicht nur beim Rauchen, sondern wir wissen, dass bestimmte Krebserkrankungen auch durch bestimmte Ernährungstypen leichter entstehen. Beim Hodentumor ist es nicht klar, warum es entsteht. Wir wissen also nicht, warum und wann vor allen Dingen der Zeitpunkt kommt, wo eine Tumorerkrankung aus dieser Zellveränderung entsteht. Da sind wir im Moment noch nicht weit. Die Forschung ist da dran, das genau rauszuarbeiten, aber wir können es noch nicht genau sagen. Es gibt gewisse Risikofaktoren. Wir wissen zum Beispiel, dass bei kleinen Jungen, die geboren werden, die Tatsache eines Leistenhodens ein Risikofaktor für einen Hodentumor ist. Dass der also an einer anderen Stelle sitzt, als er normalerweise sitzen genau. soll. Genau, es ist ja eigentlich so, dass auch im Rahmen der normalen Untersuchung eines Neugeborenen bei Jungs geguckt wird, ob die Hoden im Hodensack liegen, also ob sie wirklich den Weg nach unten geschafft haben. Weil man muss wissen, die Hoden werden tatsächlich im Rahmen der Embryogenese im Bauchraum angelegt. Dort entstehen sie und sie wandern im Prinzip über die Schwangerschaft, über die Entwicklung des Kindes nach unten und bei der Geburt sollten sie im Hodensack angekommen sein. Manchmal dauert das noch ein bisschen länger und so kann es eben zu Leistenhoden kommen. Das heißt, Jungen, die einen Hoden noch etwas hochstehen haben in der Leiste und dies kann ein Risikofaktor sein für die Ausbildung eines Hodentumors, der allerdings dann nicht im Kindesalter kommt, sondern typischerweise eben, das hatten Sie eingangs schon gesagt, im jungen Erwachsenenalter typischerweise kommen kann oder auch so in den 20ern. Warum das so ist, auch hier der Zusammenhang ist völlig ungeklärt. Man kann sich das nicht genau erklären, wie und wann das passiert. Wir wissen nur, es ist ein Risikofaktor dafür und es ist auch fast eigentlich der einzige Risikofaktor für einen Hodentumor. Das heißt, selbst das Rauchen ist nicht ein Risikofaktor für Hodenkrebs. Wie oft kommt die Krankheit überhaupt vor? Man muss sagen, diese Krankheit ist per se selten. Also sie ist jetzt deutlich seltener als so Krankheiten wie Brustkrebs, Lungenkrebs, Prostatakrebs, ein Bereich aus unserem urologischen Bereich. Aber er betrifft eben doch, wenn er auftaucht, allermeistens Patienten,
die so zwischen 20 und 30 Jahren sind oder auch ein bisschen jünger. Wodurch wird denn der Krebs eigentlich entdeckt? Gibt es da ein Frühwarnsignal sozusagen, das einen aufmerksam machen müsste als junger Mann? Das ist eine sehr gute Frage und ehrlich gesagt, es gibt hier eine ganz einfache Methode. Typischerweise spürt man den Krebs durch eine Verhärtung am Hoden. Das ist eigentlich das Häufigste, wie Hodenkrebs entdeckt wird. Das heißt, nicht selten ist es so, dass die jungen Männer, die davon betroffen sind, in irgendeiner Form eine Verhärtung im Hoden merken. Sei es, sie haben es selber abgetastet oder haben es durch irgendeine, vielleicht auch einen Spannungsschmerz oder derartige Dinge gemerkt. Und das bringt die Leute zum Arzt, in der Regel zum Urologen. Und wir stellen das dann mit einer ganz einfachen Untersuchung fest, nämlich mit dem Ultraschall. Ist auch völlig schmerzlos. Das heißt, man kann mit einer einfachen Ultraschalluntersuchung in wenigen Sekunden einen Hoden richtig schön untersuchen und kann exakt sehen, ist dort eine Tumorveränderung oder nicht. Also die Verhärtung, die der Patient spürt, ist eigentlich am häufigsten das auslösende Signal. Gibt es auch Signale im Blut? Gibt es da Bluttests, die sowas ergeben können? Gibt es auch. Wir sprechen von Tumormarkern. In der Tat kann man beim Hodentumor auch bestimmte Marker untersuchen. Die nennen sich zum Beispiel Beta-HCG und AFP, das sind also Alpha-Fetoproteine, sind bestimmte Marker, die nicht immer, das ist das Problem, aber doch häufig beim Hodentumor erhöht sind und aber meistens erst im zweiten Schritt dann bestimmt werden und sie müssen auch bestimmt werden. Das gehört ganz planmäßig zum Ablauf bei der Untersuchung dazu. Aber es ist selten, dass jemand auffällt, über einen erhöhten Tumormarker und dann der Hodentumor festgestellt wird. Häufiger ist eigentlich, dass man den tastet. Gibt es denn, ist das denn von Schmerzen begleitet, dieser Krebs, der ihn darauf aufmerksam macht, du solltest mal zum Arzt gehen? Leider nicht. Also das ist eigentlich sehr selten, dass die Patienten berichten, dass sie irgendwie, ich hatte eben schon gesagt, Spannungsschmerz, also doch irgendwas Untypisches fühlen. Aber man darf sich eben nicht darauf verlassen. Das ist auch immer unser Anliegen als Urologen, darauf hinzuweisen, dass man nicht irgendwie denken sollte, Krebs tut weh. Und nach dem Motto, es tut mir nichts weh, also habe ich auch vermutlich nichts Schlimmes. Sondern häufiger ist es so, wenn Sie die Patienten befragen, dass eben nichts weh tut, dass trotzdem die Veränderung da ist, die sich als Hodenkrebs entpuppt, sodass man sagen kann, die schmerzlose Verhärtung ist eben genau das, was man abklären sollte. Nun entwickeln sich ja Krebsarten, unterschiedliche Krebsarten auch unterschiedlich. Bei manchen geht das sehr schnell, bei anderen langsam. Manche bilden Metastasen, andere nicht so sehr. Wie ist es da beim Hodenkrebs? Vollkommen richtig. Also es ist auch ein ganz etablierter Standard. Ich hatte gerade mit der Ultraschalluntersuchung begonnen. Wir hatten über die Hodentumormarker gesprochen. Mhm. Es ist immer ein ganz normaler Schritt, dass man den Hoden operiert. Dieser Hoden muss in der Regel entfernt werden. Muss das immer sein? Das muss in der Regel sein, ja. Also wenn ein Hoden befallen ist von einer Krebswucherung, dann muss dieser Hoden entfernt werden, weil er als Ganzes eben auch im Sinne der Sicherheit, man will den Patienten ja befreien von dieser Erkrankung, dann muss dieser Hoden entfernt werden. Das geschieht in der Regel über einen kleinen Schnitt in der Leiste, wo man den Hoden dann gewissermaßen über die Leiste mitsamt dem Samenstrang entfernt. Ein Eingriff, der unter einer Stunde dauert und der Patient auch nur 1 bis 2 Tage im Krankenhaus sein muss. Worauf Sie hinaus wollten, und das ist vollkommen richtig, die Frage, wir müssen dann natürlich schauen, hat sich diese Erkrankung ausgebreitet? Deswegen ist neben den Tumormarkern auch immer sehr wichtig, dass man eine Diagnostik mit Schnittbildgebung, das bedeutet also ein CT oder auch ein Kernspin macht, wo in der Regel von der Lunge bis unten zum Becken einmal der Körper untersucht wird, ob dort Absiedlungen sind. Weil es natürlich ein Unterschied ist, ob man mit der Operation die gesamte Krankheit entfernt hat oder ob man im Falle des Vorliegens von Metastasen noch andere Bereiche im Körper behandeln müsste, weil sich Metastasen gebildet haben. Wenn Sie jetzt sagen, dass es auf jeden Fall immer notwendig ist, den Hoden zu entfernen für einen jungen Mann, ist das ja doch eine wichtige Sache. Das ist eine wichtige Sache. Das ist auch etwas, was selbstverständlich niemand schön findet. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass es eine ganz etablierte Therapie ist, die einfach gemacht werden muss. Man muss das so hart und unemotional sagen, kann aber dem Patienten zumindest auch die Gewissheit geben, dass eben mit dieser Operation doch in vielen Fällen eine sehr hohe Heilungsrate mit einhergeht. Und sollten noch zusätzliche Behandlungen notwendig sein, über die wir vielleicht noch kurz sprechen werden, dann kann man auch nach diesen Behandlungen von einer kompletten Heilung ausgehen. Natürlich ist für viele Männer so die Frage,
was ist eigentlich, wenn ich nur noch einen Hoden habe? Und da kann man zumindest mal sagen, rein medizinisch betrachtet, die Funktion, also die Fruchtbarkeit und auch die Hormonproduktion können in der Regel vollkommen problemlos von einer Seite geschafft werden. Also wir haben ja zum Glück zwei Organe dieser Art. Insofern kann man mit einem klarkommen. Wenn es um kosmetische Dinge geht, dass man also sagt, ich habe nur einen Hoden, das fällt irgendwie unangenehm auf, dann sind wir zum Beispiel in der Lage, den Patienten bei so einer Operation auch im gleichen Schritt oder auch erst später, wenn der Patient sich erst nach einer gewissen Zeit da gestört fühlt, tatsächlich auch eine Prothese einzusetzen. Es gibt also Silikonprothesen für Hoden, ähnlich wie es Brustprothesen gibt, also aus dem gleichen Material, wo man eben kosmetisch und optisch hinterher keinen Unterschied sieht. Sie haben schon angedeutet, nur die Entfernung des Hodens, damit ist es unter Umständen gar nicht getan. Das heißt, es geht auch um Chemotherapie zum Beispiel? Vollkommen richtig. Also man muss klar sagen, die Erkrankung Hodentumor ist eine Erkrankung, bei der es darauf ankommt, dass sie stadiengerecht behandelt wird. Das bedeutet, wenn der Tumor nur auf den Hoden beschränkt ist, dann reicht in vielen Fällen auch die Behandlung des Hodens, also die Operation des Hodens aus. Wenn aber die Erkrankung darüber hinausgegangen ist und wir wissen, dass zum Beispiel häufig Lymphknoten im hinteren Bauchraum befallen sind und manchmal auch Lungenmetastasen auftreten können. Und das ist ganz wichtig, dass man das nach der Operation oder vor der Operation, aber eben zu Beginn gleich klärt, wie ist das Stadium der Erkrankung. Und Sie haben vollkommen richtig gesagt, wenn wir eben sehen, dass ein bestimmtes Stadium eingetreten ist, zum Beispiel Lungenmetastasen, dann ist es ganz klar, dass eine weitere Therapie gemacht werden muss, um diese Metastasen zu bekämpfen. Da haben Sie die Chemotherapie genannt, das ist vollkommen richtig. Das ist eigentlich fast die häufigste Therapie, wenn eine gemacht werden muss, die angewandt wird, was ebenfalls möglich ist in einzelnen Stadien bei bestimmten Typen. Was eben ganz genau auch definiert werden kann, ist die Bestrahlungstherapie, dass also Lymphknoten im hinteren Bauchraum bestrahlt werden, um eben diese Krebserkrankung in den Griff zu bekommen. Und wir wissen, und das ist das Schöne bei dieser Erkrankung, und damit sind auch die jungen Männer, die natürlich in ihrer Lebenssituation häufig, ehrlich gesagt, erstmal denen der Teppich unter den Boden weggezogen wird. Die Erfahrung zeigt, dass wir aber doch mit diesen auch klaren Aussagen über die Prognose und über die ganz klare auch die ganz klare Untersuchung und die ganz klare Feststellung des Stadiums und die korrekte Therapie, dass wir Heilungsraten von über 99% in vielen Fällen erreichen können. Und das ist irgendwo das Positive, was die Männer dann auch motiviert, eben mit uns gemeinsam diese Therapien anzugehen. Bestrahlung und Chemotherapie können sehr anstrengend sein. Gibt es da schon eine Entwicklung, das womöglich den Patienten zu erleichtern? Also das ist ein wichtiger Aspekt und ich blicke noch zurück auf Zeiten, wo die Chemotherapie noch viel anstrengender empfunden wurde von den Patienten, weil auch die Medikamente, die man so drumherum gibt, noch gar nicht so entwickelt waren. Zum einen muss man sagen, die Chemotherapie für die Hodentumorerkrankung ist eigentlich seit 30, 40 Jahren genau die gleiche. Es werden also die gleichen Medikamente als Chemotherapie, als Infusion verabreicht. Das Drumherum hat sich sehr geändert. Wir haben also deutlich bessere Medikamente gegen Übelkeit, gegen Appetitverlust. Diese ganzen Dinge, die natürlich auch auftreten bei einer Chemotherapie und wo auch viele Patienten Angst vor haben. Man muss aber sagen, dass das sich deutlich gebessert hat und dass vor allen Dingen diese Patienten in dem Moment auch eben jung sind, häufig in sehr gutem Allgemeinzustand sind und damit auch für eine Chemotherapie ganz gut gerüstet sind, anders als Patienten, die schon sehr viel älter sind und vielleicht ganz andere Krankheiten noch haben. Vielleicht ganz kurz noch der zweite Punkt. Wir sehen im Moment auch eine Entwicklung. Es gibt viele Studien, die jetzt versuchen, die Therapie zu optimieren. Das Drumherum ist klar, also Übelkeit und sowas wird besser behandelt, aber wir sehen auch eine Entwicklung, dass zunehmend auch die Chemotherapie eingespart werden kann. Kleines Beispiel, es gab also viele Jahre lang die Empfehlung, in einer bestimmten Hodentumorkonstellation zwei Zyklen einer Therapie zu machen, einer Chemotherapie, einer sogenannten PEB-Therapie. Und wir wissen zum Beispiel jetzt aus großen Studien, dass ein Zyklus dieser Therapie reicht. Das heißt, man verkürzt die Therapie, man hat ein gleich gutes Ergebnis und man hat eben auch deutlich weniger Nebenwirkungen. Und so ist es, glaube ich, eine gute Entwicklung, dass wir den Patienten eben auch leichter durch diese Therapie durchbringen können. Vielen Dank, Herr Professor Wülfing, für diese spannenden Informationen. Und ich hoffe auch, dass Sie sich gut informiert gefühlt haben und dass Sie beim nächsten Mal wieder reinklicken auf www.asklepios.com/Nachtvorlesungen oder auf YouTube. Bleiben Sie gesund. Tschüss.